Wir haben heute Abend sehr viele Märchen gehört. Ja. Fühlt man sich da nicht irgendwie in die eigene Kindheit ein bisschen auch zurückversetzt in der Zeit, wo man gern nicht selber Märchen gelesen, sondern Märchen auch vorgelesen bekommen hat? Aber ganz gewaltig natürlich. Und ich werde sogar dieses Märchen wieder Erwachsenen vorlesen. Ich habe am 4. Advent um 17 Uhr eine Veranstaltung im Stephaniensaal in Graz. Und ich habe die Sabrina Wurz aus Langenlois gefragt, ob ich ihr Märchen dort vielen, vielen Menschen vorlesen kann. Das ist immer ein ausverkauftes Konzert, bereits ein Event, der seit 12, 13 Jahren läuft. Und ich werde dieses Märchen mit Sicherheit vorlesen und werde sagen, dass es von der 14-jährigen Sabrina Wurz aus Langenlois ist. Menschen, die für Märchen nichts mehr empfinden, glaube ich, haben aufgehört zu fühlen. Denn in jedem Erwachsenen steckt ja nach wie vor noch ein Hauch von einem Kind. Nicht? Und das soll man sich ja behalten, das soll man sich behalten, solange man auf der Welt ist. Nicht? Und ich sage immer, also Menschen, die sagen, ach Gott, ein blödes Märchen, die tun mir eigentlich sehr leid, nicht? Weil sie faktisch von den Gefühlen, von den Empfindungen so ziemlich alles verloren haben. Nicht? Also ich lese leidenschaftlich gern Märchen. Ich habe auch zu Hause sehr viele Märchenbücher und in Märchen steckt fast immer eine tiefe Weisheit und vor allem, man kann, glaube ich, mit Märchen oder auch mit Fabeln den Menschen etwas nahebringen, was als direkte Geschichte vielleicht nicht angenommen würde, aber wenn man das ein bisschen verkleidet oder, was weiß ich, Tiergestalten oder Pflanzen sprechen lässt, dann ist es vielleicht leichter, ein bisschen Kritik auch entgegenzunehmen oder zu erkennen, dass man vielleicht ein bisschen was ändern sollte am Verhalten. Dankeschön.